Wieder mal Jean Dormes am Mikro. Die Pöbelkurve feiert schon. Mhm. Die rufen Geburtstag, sie haben heute Geburtstag. Ja, ich habe heute Geburtstag. Konnte mich natürlich heute auch gleich mit einem Tor belohnen und mit 3 Punkten. War mir sehr wichtig heute. Jetzt wird mit den Jungs noch gefeiert, mit der Familie gefeiert zu Hause. Ja. Passt heute alles. Also Geburtstagsfeier, ein 3:0 gespielt, Premiere daheim. Heute ist wahrscheinlich Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Ja, nee, war sehr, ist sehr schön bis jetzt. Komm, der Tag wird noch schöner und voll fröhlich. Wirklich, muss mir bei den Jungs heute bedanken für die Leistung. Also die haben sehr gut gespielt. Haben mir auch eine Überraschung heute mit die 3 Punkte gemacht, der sehr gut. Ja. Was? Man sieht jetzt unseren Altersdurchschnitt in unserer Mannschaft. Ich würde sagen, wir sind jetzt so die jungen Wilden. Wir haben 2, 3 Ältere jetzt in unserem Kader, die das Alter minimal nach oben treiben. Wir müssen noch viel lernen, aber ich glaube, dass wir uns personell mit dem Kader zu letzter Saison auf jeden Fall gesteigert haben. Und ich hoffe, dass wir schnell unten rauskommen, dass es nicht so ein enges Ding wird wie letztes Jahr. Mit Davide jetzt vorne haben wir einen jungen, großen Stürmer oder Außenbahnspieler, der sehr robust ist. Haben wir natürlich dadurch einen Abgang mit Schiemann, der auch groß und robust war. Also ich glaube, das hält sie die Linie. Also ja. Da ist jetzt, glaube ich, kein großer Unterschied. Wir haben auf jeden Fall eine Spritzigkeit auf jeden Fall zugelegt. Also ich bin auf jeden Fall nicht mehr der Schnellste bei uns in der Mannschaft. Da sind weitaus Schnellere jetzt dabei. Also, wer ist das? Jonas Klessny auf der Außenbahn und Utmann. Also die haben PS unter der Haube. Das ist schon top. Macht oh, schon. Ihr hattet doch Lauritz Lange auch gehabt. Hä? Ihr hattet doch Lauritz Lange auch. Lauritz, ja, aber ich glaube, der hat mit Jonas und Uti, die haben ein paar PS mehr wie Lauritz. Ehrlich gesagt, wirklich. 3 Punkte aus 2 Spielen. Ist es doch noch ein Kampf gegen den Abstieg für Zedernick? Klar, das Ziel ist Klassenerhalt und es wird auch ein Kampf. Aber wie gesagt, ich bin da positiv gestimmt. Meiner Meinung nach haben wir da dieses Jahr nicht viel mit zu tun. Wenn man die ganzen Kritiker hört, die sagen, ja, wir sind hier safer Absteiger mit Babelsberg. Ich glaube, da werden sich noch andere schön wundern.